Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed. Und wir machen natürlich da weiter, wo wir aufgehört haben. Meine Familie ist groß. Es sind nur noch hier und da. Bitte geh eine Milde da. What are you halless? Tut mir weh! Wer sollte das machen? Haltet euch fern von mir! Nein, Johanna! Korridor an Tamut! Kalliakündel! Religiösen Kapolle wieder hier! Vielleicht weißt du es nicht, aber deine Niederlage ist besiegt! Komm! Schließ auf dich! Bin ich Jeremy Jackson. Möge der Herr deine Seele gnädig sein. Gott ist auf meiner Seite. Du wirst nicht gewinnen. Möge der Herr deine Seele gnädig sein. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das stimmt. Okay. Ich danke dir. Gottloser Heide. Nie, solange du noch kannst. Es sind schon wieder 5-4. Ich war sein. So. Euch an. Ich bitte euch, nur eine Kleinigkeit. Bitte. Ihr tut mir weh. Aus dem Weg. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Möge der Herr gnädig sein. Oh nein, was ist doch passiert? Okay. Ja, also bei Story-Dingern brauche ich eigentlich nicht viel zu moderieren. Ja, die Story spricht ja für sich alleine. Was ich auch cool finde. Nein. Geh bitte. Schön, euch zu sehen, Bruder. Ihr seid wegen des Begräbnisses hier oder wegen Robert. Ich habe meine Augen und Ohren offen gehalten, aber ich habe nichts zu berichten. Hier ist es ruhig. Vielleicht hat Tarik etwas gesehen oder gehört. Er ist nicht weit von hier postiert. Geht zu ihm. Seht, ob er etwas weiß. Meine Familie ist... Kalabalığın içine karışmayın. Folgt ihm, lasst ihn nicht entkommen! Ich flehe euch, ach. Ich bitte euch, nur eine kleine... Ach, Mann... Naja. Schaffe ich nicht. In dieser Gruppen hier von Sarazen und was nicht alles. Ja. Ja. Wegen dieser einen Gruppe, ey. Was tut er denn?
Diese Gassen. Wahnsinn. So etwas habe ich nie zuvor gesehen. Weg. Der hat gar nicht hingesehen. Er wird Ärger verursachen. Was denkt dieser Mann sich nur? Was tut der verdammte Narr hat auch den Verstand verloren. Ja, hab ich. Oh, das kann doch nicht jetzt. Das ist jetzt echt nicht die Norm hier. Was denkt dieser Mann sich nur? Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Meine Nein, ich hab kein Geld für dich. Bitte gebt. Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Eine milde Gabe. Bitte nur ein paar Goldstücke. سوف أنبهك إذا رأيته يمر بالجوار. لن يبعد كثيرا. So, das dürfte jetzt auch der letzte Aussichtspunkt sein. Eine Mission oder? سوف يراه احد اجلا او عاجلا. لن يفلت منا مرة أخرى. Ich bin arm und krank und hungrig. أنا متأكد جدا. لم يغادر المدينة. Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Ich habe nichts. Er wird Ärger verursachen. Nein. Warum tut er das? Ach komm. Was stimmt denn nicht mit ihm? Wo steht denn der Typ? Wann wird er mit dem Unsinn aufhören? Ah, da unten. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Warum ist er in solcher Eile? Was bringt ihn dazu, das zu tun? Nein, ihr versteht es nicht. Es ist euch nicht erlaubt, sie zu sein. Oh, ich... Was hat ihn wohl gestochen? Warum macht er das? Er sollte aufhören, sich... Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nicht eine milde Gabe. Bitte, nur ein paar Goldstücke. Nichts, was ich nicht schon gesehen hätte. Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Bitte. Was tut dieser Mann nur? Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Ihr kommt zur rechten Zeit, alter Herr. Ich habe etwas sehr Nützliches gefunden. Die Befehle für Roberts Wachen. Ich habe eine Karte angefertigt, die ihre Positionen zeigt. Macht sie euch zunutze. So. Nein, wir verstehen es nicht. Ich habe nicht. Da haben wir eigentlich das jetzt auch weg. Fehlt uns nur noch...
zum Büro zurück. Und dann der Mord. Und dann müssen wir erstmal gucken, was da noch kommt. Was tut er denn? Man kann ja auch im Büro vorbeilaufen. Ihr verbreitet den Geruch des Erfolges, Bruder. Ich weiß viel über den Feind. Dann teilt euer Wissen. Sehen wir, ob es uns weiterhilft. Robert und die Templer ziehen durch die Stadt. Sie sind gekommen, um Mashtadin die letzte Ehre zu erweisen. Sie werden sein Begräbnis besuchen. Also werde ich das auch. Warum sollten die Templer seinem Begräbnis beiwohnen? Ihre wahren Absichten habe ich noch nicht erkannt, aber ich werde mir Gewissheit verschaffen. Das Volk ist geteilt. Viele fordern ihr Leben. Andere glauben zu wissen, dass sie hier sind, um zu verhandeln, um Frieden zu schließen. Frieden? Ich sagte es euch. Die anderen, die ich erschlug, sagten dasselbe. Das würde sie zu unseren Verbündeten machen. Und doch töten wir sie. Macht keinen Fehler. Wir sind nicht wie diese Männer. Auch wenn ihr Ziel edel erscheint, ihre Wege, es zu erreichen, sind es nicht. Zumindest, das ist, was Al-Mualem mir sagte. Wie lautet euer Plan? Beim Begräbnis trete ich Robert gegenüber. Je eher, desto besser. Möge das Schicksal euch hold sein. Malik, bevor ich gehe, habe ich euch etwas zu sagen. Heraus damit. Ich war ein Narr. Normalerweise würde ich nicht widersprechen, aber was soll das? Was meint ihr? Die ganze Zeit. Ich sagte nie, dass es mir leid tat. Ich war zu stolz. Ihr verlort euren Arm wegen mir. Und Kadar. Ihr hattet jedes Recht, mir zu misstrauen. Ich akzeptiere die Entschuldigung nicht. Ich verstehe. Nein. Ihr versteht nicht. Ich akzeptiere sie nicht, weil ihr nicht derselbe Mann seid, der mit mir in Salomons Tempel zog. Und daher müsst ihr euch nicht entschuldigen. Malik. Wenn ich nicht so voller Neid gewesen wäre, ich wäre nicht so unachtsam gewesen. Ich trage genauso viel Schuld. Sagt so etwas nicht. Wir sind eins. So wie wir den Ruhm unserer Erfolge teilen, sollten wir den Schmerz unserer Niederlagen teilen. So wachsen wir zusammen. So werden wir stärker. Danke, mein Bruder. Ruht euch aus, Altair, auf dass ihr dem, was vor euch liegt, gewachsen seid. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So. Auf geht's. Ja, also jetzt erstmal zu Robert. Habt ihr das gesehen? Da unten stehen doch schon wieder die Wackeldackel. Ihr seid hier nicht erwünscht. Ja, ich gehe doch schon.
So, dann sind wir bei der Beerdigung. Amen. Wir sind hier, um den Verlust unseres geliebten Majid Adin zu betrauern, der zu früh von uns genommen wurde. Ich weiß, dass sein Tod Trauer und Schmerz in euch weckt. Aber trauert nicht. Denn so wie wir aus Mutters Schoß geboren werden, so müssen wir alle eines Tages diese Welt verlassen. Das ist der Lauf der Dinge. Wie der Auf- und Untergang der Sonne. Nutzt diesen Moment. Denkt nach über sein Leben und dankt ihm für seine guten Taten. Wisset, dass ihr ihn einst wiedersehen werdet im Paradies. Ist Robert nicht größer gewesen? Wie ihr wisst, wurde dieser Mann ermordet. Wir haben nach seinem Mörder gesucht, aber das erwies sich als schwierig. Diese Kreaturen suchen den Schatten und fliehen vor jenen, die sich ihnen offen entgegenstellen. Doch heute nicht. Denn es scheint, einer von ihnen weilt unter uns. Er verhöhnt uns mit seiner Gegenwart und muss dafür zahlen. Packt ihn! Bringt ihn nach vorne, auf das Gottes Gerechtigkeit ihn treffen mag. Okay. Was auf uns? Seni gözün kapalı bile yener aslında değilsin ama aliyazı da kaybettin. Seni yenemeyecek. Seni gözüm kapalı bile yenerim. Belki farkında değilsin ama hali hazırda kaybettin. Oh, diese Bogenschützen. Stand denn der Bogenschütze? Wenn sie einen oh Mann, ey. Kontern, ist ihr Gegner. Nein, Mann! Ah, oh, das kann doch nicht wahr sein hier. Ich will auch nicht hinkommen. Ich will nur die scheiß Bogenschützen da oben wegmachen. Genauso wie den da drüben. Ist noch einer hier rum.
werdet mir nicht entkommen. Seni gözüm kapalı bile yenerim. Belki farkında değilsin ama hali hazırda kaybettin. Das kann doch nicht wahr sein! Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat. Das kann echt nicht wahr sein. Belki farkında değilsin ama hali hazırda kaybettin. Alter. Hey. Ich krieg's nicht hin. Greifen Sie nach einem Vorsprung, wenn Sie beim Klettern. Aber
Seni gözün kapalı bile yemedi. Oh, die... Mann! Ey! Kletter bitte hoch. Lass die nicht entkommen. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Komm hierher zurück. Ey. Ich muss aus dem Bereich von den Bogenschützen raus. Das funktioniert einfach nicht. Die Bogenschützen, die knallen mir einen Hit nach dem anderen rein. Endlich, ich will eure Augen sehen, bevor ihr sterbt. Ihr habt wohl jemand anderen erwartet. Ist das Hexerei? Keine Hexerei. Wir haben euch erwartet. Robert musste nur genug Zeit gewinnen, um wegzukommen. Also ist er geflohen. Wir können euch euren Sieg nicht nehmen. Ihr habt unsere Pläne vereitelt. Zuerst der Schatz, dann unsere Männer. Die Kontrolle über das Heilige Land ist uns entglitten. Aber dann sah er eine Möglichkeit,
um das Gestohlene zurückzuholen. Um eure Siege zu unserem Vorteil zu nutzen. Al-Mualem ist noch im Besitz eures Schatzes. Wir haben eure Armee schon zuvor fehlgeleitet. Wie auch immer Robeas Pläne lauten, er wird wieder scheitern. Ah, aber dieses Mal sind es nicht nur die Templer, mit denen ihr es zu tun bekommt. Sprecht klar. Robert reitet gen Azur, um seine Sache vorzutragen. Sarazinen und Kreuzritter sollen sich vereinen gegen die Assassinen. Das wird nie passieren. Dazu gibt es keinen Grund. Vielleicht gab es keinen. Aber ihr habt ihnen einen geliefert. Oder besser neun. Die Leichen, die euren Weg pflastern, sind Opfer beider Seiten. Ihr habt die Assassinen zu einem gemeinsamen Feind gemacht und damit die Zerstörung eures gesamten Ordens besiegelt. Gut gemacht. Nicht neun. Acht. Wie meint ihr das? Ihr wart nicht mein Ziel. Ich werde euer Leben nicht nehmen. Ihr seid frei. Aber folgt mir nicht. Das muss ich nicht. Ihr seid bereits zu spät. Mal sehen. Okay. Geh, du Bauer, bevor ich mich vergesse. Hallo, nach oben. Hinfort. Diese Bogenschützen, die stehen wirklich überall rum, ey. Lass ihn nicht entkommen! Ich erreiche nur. Lass es auf! Du kannst nicht davonlaufen! Tötet ihn! Haltet ihn! Ey. Brauchst du einfach nur hier hoch zu gehen, oder? So nicht so schwer. Er ist weg. Wahnsinn! Ich will doch nur in das verdammte Büro. Es war eine Falle. Ich hörte, es gab Tumulte beim Begräbnis. Was ist geschehen? Robert de Sable war nicht dort. Er hat jemand anderes an seiner Stadt geschickt. Er hat mich erwartet. Ihr müsst zu Al-Mualem. Wir hatten keine Zeit. Sie sagte mir, wohin er will.
Wenn ich nach Maesjaf zurückkehre, könnte er Erfolg haben. Und dann würde er uns vernichten. Wir haben die meisten seiner Männer getötet. Er kann keinen offenen Angriff führen. Wartet. Sagtet ihr sie? Ja, es war eine Frau. Seltsam, ich weiß. Aber dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen uns auf Robert konzentrieren. Wir mögen seine Reihen geschwächt haben, aber der Mann ist gerissen. Er trägt seinen Fall Richard und Salah al-Din vor, um sie gegen einen gemeinsamen Feind zu vereinen. Gegen uns. Das müsst ihr falsch verstanden haben. Das ergibt keinen Sinn. Diese Männer würden nie... Oh doch, das würden sie. Und es ist unsere Schuld. Die Männer, die ich tötete. Männer beider Seiten des Konflikts. Wichtige Männer für beide Führer. Roberts Plan ist ehrgeizig, aber er macht Sinn. Und er könnte aufgehen. Seht doch, Bruder, die Dinge haben sich verändert. Ihr müsst nach Maesjaf zurück. Ohne Erlaubnis des Meisters können wir nichts tun. Es könnte die Bruderschaft gefährden. Ich dachte, ihr hättet das nunmehr begriffen. Versteckt euch nicht hinter Worten, Malik. Ihr führt unser Credo und seine Dogmen wie ein Schild. Er verbirgt etwas vor uns, etwas Wichtiges. Ihr habt mich gelehrt, dass man nichts wissen kann, nur vermuten. Nun, ich vermute, unser Kampf gegen die Templer geht tiefer. Wenn ich mit Robert fertig bin, reite ich nach Maesjaf, auf das wir Antworten erhalten. Aber vielleicht könntet ihr schon vorgehen. Ich kann die Stadt nicht verlassen. Dann mischt euch unters Volk. Befragt die Diener der Männer, die ich tötete. Findet heraus, was ihr könnt. Ihr habt scharfe Augen. Vielleicht seht ihr etwas, das mir entgangen ist. Ich weiß nicht. Ich muss darüber nachdenken. Tut, was ihr müsst, mein Freund. Aber ich muss gen Arsur aufbrechen. Jeden Moment, den ich zögere, gewinnt unser Feind an Boden. Seid vorsichtig. Das werde ich. Versprochen. Okay, also, es war doch nicht Robert. Wie es weitergeht, erfahrt ihr natürlich in der nächsten Folge. Lasst euch überraschen. Macht's gut. Ciao, ciao.